Was habe ich nur getan? Hier, ein Taschentuch. Ah, Mädchen, mach dir das Leben noch nicht so schwer. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin jetzt hier. Weißt du, was mein Vater immer gesagt hat? Mein Vater hat immer gesagt, Hauptsache die Haare liegen. Das war das einzig Sinnvolle, was mein Vater jemals zu mir gesagt hat. Hauptsache die Haare liegen. Egal was ist. Ich bin übrigens Terry. Jetzt wird alles wieder gut, okay? Endlich wach. Hier. So kleine Mädchen wie du sollten nicht so viel Alk trinken. Was riecht denn hier so? Ich weiß nicht, vielleicht meine Hose, auf die du gekotzt hast und die du mir jetzt bitte bezahlst. Ey, wo willst du denn hin? Ich kenne dich ja kaum. Hast du Angst vor mir? Nee, das ist es nicht. Oder hast du Angst davor, was später passiert? Was wird denn passieren? Lass dich fahren, ich zeig dir eine Welt, die du noch nie gesehen hast. Du bist wunderschön. Ey, wo willst du denn hin? Hey! Hey! Hey!
Hi. Ist alles? Bist du einfach abgehauen? Hier bin ich wieder. Ja, das sehe ich. Schuldest mir noch was. Okay, wie viel? Wie viel? So einfach kommst du mir nicht davon. Ich will ein Date. Vergiss es. Gib's. Moment. So, damit du mich nicht vergisst. Hey, weißt du was? Ich habe letztens für einen Spielfilm beworben, als Schauspielerin. Ich habe so in der Casting-Seite so eine Anfrage gefunden für einen Film. Die suchen 3 Leute. Das wäre Wahnsinn, weil ich könnte deine Hauptrolle spielen. Ich meine, ich habe letztes Jahr erst angefangen und ein paar kleine Nebenrollen gespielt, aber ich will eine Hauptrolle. Das Witzige daran war, dass das eigentlich 3 Jungs waren, die gesucht haben. Das habe ich irgendwie nicht rausgelesen können. Und naja, jetzt haben sie mir gesagt, dass sie es überleben wollen, weil sie die Rollen umschreiben möchten, sodass ein Mädchen die Hauptrolle spielen kann. Aber ein bisschen komisch ist das ja schon, oder? Ich meine, eine Rolle, die für einen Jungen ist, das Mädchen jetzt spielt. Also, vielleicht, ich sollte mir das Drehbuch, glaube ich, vorher mal durchlesen. Und naja, bis jetzt hatte ich ja eher kleinere Aufträge und ich würde mich mega freuen, wenn das klappt. Und erstmal war ich jetzt ein Kopf bei. Gar nicht zu. Okay, lass gehen. Okay. Wenn du mich treffen willst, dann sag's doch einfach. Hast du Angst vor mir? Lass dich einfach fallen.
Oh, Blowjob. Tragic cause has veiled itself on us. Tut's noch weh? Lässt nach. Aber danke der Nachfrage. Bitte. Ich bin Lara. Lara, also, ja? Yep. Dann erzähl doch mal was über dich. Erzähl du doch was über dich. Ich bin Terry. Ich weiß. Und ich sehe verdammt gut aus. Was denn? Nichts. Sag jetzt. Noch nie so eine wie dich getroffen. Also triffst du viele Frauen. Du bist die Einzige. Bla 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 bla. Was machst du so? Nix. Ich bin einfach nur da. Einfach nur da? Ja. Keine Träume, Ziele, Studium, Model. Sicher. Nee, keine. Und du? Ich. Ja, nee, die Puppe. Was sind denn deine Träume? Weiß nicht. Was hast du dir gewünscht, als du noch ein Kind warst? Ich wollte immer ein Power Ranger sein. Ich wollte immer der Gelbe sein. Oh, Säbelzahntiger! Nein! Aber du weißt schon, dass der Gelbe eigentlich ein Typ war. Was? Ja. Nee, ist Quatsch. Im japanischen Original ist nur der Pinke eine Frau. Nee, ist glaube ich nicht. Echt jetzt? Nein! Original gibt's noch nicht mal so lang. Ja, wirklich jetzt. Krass. Ja gut, so, dann war eh blöd. Ich wollte immer der Weiße sein. Aber der Weiße war jetzt ein Typ oder war der auch eine Frau? Man, er war ein... Man weiß nicht so genau. Man weiß bei allen eigentlich nicht so genau, aber bei deiner weiß ich es. Genau, nur bei meiner weiß ich es dann wieder. Ja, natürlich. Wirklich jetzt. Ich glaub's trotzdem nicht. Glaub mir. Never ever. Ich kann's dir zeigen. Nein, so! Even though it all withered to pieces, I would still love you, Julia. Even though they burned down the trees, I would still love you. Danke fürs Nachhause bringen. Gewiss doch, Madam. Du bist gar nicht so ein schlechter Kerl. Weißt du das? Darf ich jetzt in deinem Bett schlafen? Okay. Mach's gut. Ich wusste, dass du dich meldest. Ach ja? Ja. I don't know if I sehen wir uns die Tage? Bestimmt.
to your role long ago. Feel free. Deine Mutter so? Ich kann mich eigentlich kaum an sie erinnern. Erzähle ich dir das eigentlich?
Erstmal Zähne putzen. Yep. Schenk mir noch ein Lächeln. Deine sanfte Haut. Ich werde dich nie verlassen. Lara! Ich weiß, dass du da bist. Hey! Warum hast du dich nicht gemeldet? Lara! Okay. Was ist los mit dir? Hallo? Ich bin in deiner Gegenwart einfach so sprachlos. Oh, das hast du aber süß gesagt. Naja, auf jeden Fall gestern bei der Party. Da kam der Typ einfach zu meiner Freundin und er hat die ganz blöd angelabert. Das hättest du mal sehen müssen. Hast du Power Rangers? Was? Ah, nix. Schon gut. Okay, naja, auf jeden Fall. Der kam von hinten einfach auf sie zu und hat sie immer so blöd angelabert. Mit so einem ganz billigen Spruch. Weißt du, so, hey, willst du einfach mit mir ausgehen? Kostet nur
his eyes will be fond of your head. Kann das nicht wahr sein, oder? Kleines Miststück. Glaube ich jetzt nicht, kann doch nicht dein Ernst sein, ne? Was ist los mit dir? Wieso hast du dich nicht gemeldet? Hey, ich rede mit dir! So ist gut jetzt. Es wäre sehr angemessen, wenn du dich langsam verpissen könntest. Was willst du, Wichser, hä? Wer bist du überhaupt? Das geht dich nichts an. Lara, wer ist der Kerl? Kennst du ihn? Keine Ahnung, wer du bist, aber es wäre besser, wenn du jetzt langsam gehen würdest. Geh jetzt! Nimm deine Pfoten weg, du Wicker! Was habe ich nur getan? Wenn es da